Dach zusammen. Ich habe es schon einmal erwähnt, wiederhole es hier aber noch einmal aus gegebenem Anlass. Von all den hunderten Nationalhymnen dieser Welt ist nur eine einzige in der dunklen, eher melancholischen Tonart Moll geschrieben. Ich summe sie hier, weil den Originaltext kann ich noch nicht und ich hoffe, dass er diese Nationalhymne erkennt. Hatikva heißt sie, übersetzt die Hoffnung. Und klar, es ist die israelische Nationalhymne und jeder versteht, warum sie in Moll geschrieben ist. Die jüdische Geschichte ist ja seit über 2000 Jahren eine Geschichte von immer wiederkehrenden Pogromen, von Blut, Tränen und Verfolgung. Es gibt noch eine zweite inoffizielle Nationalhymne des jüdischen Volkes, was es über Jahrhunderte gesungen hat. Und sie ist sehr schön ins Deutsche übersetzt und sie geht so. Ihr Mächtigen, ich will nicht singen eurem tauben Ohr. Zions Lied hab ich begraben in meinen Wunden tief. Ich halte meine Augen offen, ist die Stadt auch fern. In die Hand hat Gott versprochen, er führt uns endlich heim. In deinen Toren werde ich stehen, du freie Stadt Jerusalem. In deinen Toren werde ich atmen, erwacht mein Lied. In deinen Toren werde ich stehen, du freie Stadt Jerusalem. In deinen Toren kann ich atmen, erwacht mein Lied. Einige werden es gehört haben. Der Schlussakkord ist bewusst in Dur. Das heißt, in der Tonlage des Lichtes und der Hoffnung. Und das ist das Geheimnis dieses Volkes. Bei all dem Leid, bis hin zu dem entsetzlichen Massaker des 7. Oktober, wird nie, niemals die Hoffnung aufgegeben. Das ist auch meine Weltanschauung. Das unsägliche Leid dieser Welt, die, so wie es der Apostel Paulus schreibt, noch unvollkommen ist und in Geburtswehen schreit und stöhnt wie eine Gebärende. Das ist nur zu ertragen, wenn man in der Hoffnung geborgen ist. Und diese Hoffnung nährt sich letztlich nur daraus, dass man glauben kann, dass das Jerusalem dieser Welt umfangen ist vom himmlischen Jerusalem oder wie es Romano Guardini so wunderbar gesagt hat. Geborgenheit im Letzten gibt Gelassenheit im Vorletzten. Deshalb verzweifle ich nicht an den Dramen und den Grausamkeiten und den Abgründen dieser Welt, weil ich die feste Hoffnung habe, dass das Leid nicht das letzte Wort hat. Und so die Mollklänge dieser Welt irgendwann übergehen in einen
wunderschönen Dur-Klang. Und deshalb die Hoffnung, die aus diesen jüdischen Liedern spielt, für alle Menschen gilt, dass in den Toren Jerusalems irgendwann Bruder neben Bruder, Schwester neben Schwester, Palästinenser mit den Juden gemeinsam in den Toren des freien Jerusalems stehen werden. Denn im Garten des Lebens ist diese Hoffnung der einzige tiefe Dung, das sagt der Bergische Jung.